Willkommen, willkommen aus München, wo ich das Acer Swift 5 vor der Linse habe. Ihr habt bestimmt das Unboxing schon gesehen, ihr seht mich gerade hier im Spiegelbild. Ich habe ein wunderschönes Full-HD-Display mit 13,3 Zoll, mit sehr dünnem Bildschirmrahmen hier. Das Display lässt sich extrem weit nach hinten klappen, was ich immer liebe, weil so kann ich mich wunderbar da hinten zum Beispiel auf mein Bett legen und dann auch noch alles sehen und muss nicht mich irgendwie verrenken, weil ich das Display nicht weit genug nach hinten klappen kann, wenn ich es in meinen Schoß setze. Wir haben trotzdem noch vor oben eine Kamera mit dazu eingebaut bekommen, die ich euch gleich von der Qualität her zeige. Und ansonsten hier unten auf dem Trackpad seht ihr noch einen Fingerprint Reader, Hintergrund beleuchtete Tastatur, Metallgehäuse drin. Es fühlt sich also im Großen und Ganzen super an. Was sich natürlich auch super anfühlt, ist, dass wir viele Anschlüsse haben, die ich euch gleich zeige. Vorerst allerdings zeige ich euch, dass wir hier dank dem Fingerabdruckleser auch ganz einfach hier einfach meinen Finger drauflegen können. Und dann geht das Gerät an in den oder kommt es aus dem Sleep Mode raus, und wenn ich meinen Finger hier nochmal hinlege, dann sind wir auch sofort in Windows 10 angemeldet, dank Windows Hello. Das geht natürlich auch mit einer Kamera, mit einer PIN, mit einer Nummer hier, aber mit Fingerabdrücke haben wir uns irgendwie schon gewöhnt an Smartphones, und das mögen wir natürlich auch wieder gerne. Ich drücke mal hier kurz Windows und 1 und mache damit Chrome auf, dann seht ihr ungefähr, wie schnell ich hier Chrome lädt. Da ist scheinbar, jetzt bin ich jetzt gerade auf einer Webseite, wo ich eine Fehlermeldung zuletzt gelesen habe, aber ich kann auch einfach hier amazon.de zum Beispiel aufrufen, und wie ihr seht, alles läuft natürlich hier super schnell, dank auch einem blitzschnellen WLAN und auch einem Akku, der gerade am Strom angeschlossen ist, wie ihr es hier sehen könnt, denn wir wollen ja natürlich gleich auch noch ein bisschen zocken. Damit wir gleich ein bisschen noch mehr erkennen von dem Gerät selber, zoome ich jetzt mal ran. So. Drehe das Display ein bisschen zu euch und dann zeige ich euch zum Beispiel hier, wie viel das Acer Aspire Swift 5 hier kostet, und damit haben wir auch schon mal so ungefähr den Alltag hier drin, wo wir 830 Euro Einstiegspreis haben, super genial, aber welche Konfiguration habe ich in dem 14 Zoll Modell? Es gibt natürlich einen i5, einen i7 Prozessor mit mehr RAM, mit mehr Speicherplatz und so weiter. Zum Beispiel haben wir hier 500 GB Speicherplatz, deswegen gibt es das hier für 1000 Euro mit einem schnelleren Prozessor. Wenn ich kurz die Windows- und die Pause-Taste drücke, dann stellt sich hier raus, dass wir hier den i5 drin haben mit 8 GB RAM, und speichertechnisch habe ich, wenn ich hier unter meinem PC anschaue, die 256 GB Variante. Also das hier ist das 800 Euro Ultrabook, was ihr auch kaufen könnt. Den Fokus setze ich jetzt mal so, dass ihr natürlich alles manuell hier wunderbar dann auch scharf lesen könnt. So. Und auch als scharf erkennen könnt. Und leider gibt es das Gerät nur in schwarz und auch nur mit der Intel-Grafik. Es gibt leider keine zusätzliche Nvidia oder ähnliche Grafik hier noch, die ihr auch auswählen könntet. Aber worauf ihr natürlich achten solltet, dass ihr den aktuellen Prozessor drin habt mit dem 7000er, hier im Namen drin, nicht einen 6000er, weil ja, der kostet zwar nur 799 Euro, aber der Prozessor ist langsamer, wobei hier der mit mehr Speicherplatz, der Swift 3, natürlich auch sowieso schon etwas älter ist. Egal, lange Rede, kurzer Sinn, Browsen geht, ich kann hier natürlich wunderbar viele Tabs noch aufmachen, alle Tabs wieder zumachen, alles läuft hier schön flüssig. Ich drücke mal Alt F4 und wenn ich hier kurz die Windows-Taste drücke, dann seht ihr auch, da ist auch schon mein Startmenü, läuft hier natürlich wunderbar schnell, und ich kann jetzt hier zum Beispiel auch einfach Asphalt 8 starten. Aber bevor wir das machen, schauen wir uns zuerst mal die Webcam an. Das geht meistens etwas schneller und einfacher. Hallöchen, Hallöchen. Nein, wir wollen keine Location erlauben. Und dann seht auch schon, die Kamera ist wunderbar für Basic Videotelefonie. Hallo. Gut, dann machen wir hier wieder Alt F4 und machen doch das Asphalt 8. Kurz als Demo. Das kann man natürlich wunderbar einfach kostenlos runterladen in dem Windows Store. Hier werde ich jetzt, glaube ich, gerade kurz angemeldet. Nein, ich möchte kein Windows Live kaufen. Und falls ihr euch fragt, wie eine Bildschirmhelligkeit, ich kann mal hier kurz Fn-Taste drücken und das Ganze hochschrauben, damit das Display natürlich auch so ausschaut, wie es am schönsten ist. Ich kann irgendwas claimen, will ich aber nicht. Ich will euch einfach nur in einem Career-Modus Nevada natürlich die erste Strecke zeigen, wie auf den Smartphones auch immer. Wie ihr merkt, super, super schnell, dann natürlich 8 GB RAM Windows, so wie es sein soll. Und alles, was ich machen muss, ist jetzt nur noch fahren, 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 fahren. Überspringen kann ich nicht. Als nächstes kommt dann vielleicht spannend für euch, ihr habt es vorhin vielleicht auf dem Desktop auch schon gesehen, ein Spiel, was nicht erst vor noch nicht allzu langer Zeit rausgekommen ist.
und auf dem jetzt sogar aufschlüssig läuft mit der Intel-Grafik nur drin. Was ein bisschen verrückt ist, wenn ihr mich fragt. Verrückt ist auch, wie geil man hier Autorennen spielen kann, kostenlos auf dem Windows-PC, dank Asphalt. Driften weiß ich allerdings nicht ganz, wie es funktioniert. Ah doch, hier mit der Rückwärtstaste. Wunderbar, wer bremst, verliert. Hey, 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 hey. Oh, ich wurde gecrashed. Okay, dann macht das Spiel einfach zu. So, Alter 4 ist unser Freund. Und zwar geht es um Far Cry Primal, das neueste Far Cry. Aber bevor wir das hier machen, habe ich hier noch ein 4K-Video, damit ihr sehen könnt, in VLC. Die Videos, die ich hier drehe, in 4K, in RAW. Zum Beispiel hier auf einer Messe. Auf der Computex habe ich hier das Gerät mit dabei gehabt, habe mich über die ewig lange Laufzeit gefreut. Ich konnte den ganzen Tag damit arbeiten, Videos rüberziehen, Videos hochladen, umbenennen und natürlich auch browsen nebenbei. Wie ihr sehen könnt, alles läuft hier nicht nur schnell, sondern extrem flüssig. Es macht Spaß hier alles mit dem neuen Windows 10 Creative Suite und dem schnellen Prozessor und viel RAM hier drin. Gut, dann starte ich jetzt mal Far Cry Primal. Das wird vielleicht ein bisschen länger dauern, deswegen, während das hier startet, kann ich euch ein bisschen leicht den PC zeigen. Aber zuerst warten wir ein paar Sekündchen. Und dann hebe ich kurz die Maschine hoch. Also wir sehen können, wir haben einen HDMI-Ausgang, USB-C. Das ist natürlich kein Thunderbolt 3, aber trotzdem schon der schnellere USB-C-Anschluss. Ich glaube 3.1. Dann ein USB 3 hier, ein paar Status-LEDs und hier kommt der Strom dran. Dann haben wir hier kurz die Werbung, die ein bisschen flackert und ruckelt. Vorne hier nichts, auf der nächsten Seite dann darf nicht fehlen der vollwertige SD-Karten-Slot, der Kopfhöreranschluss natürlich auch noch und ein USB-Steckplatz vollwertig auch hier auch nochmal. Also auf jeden Fall auf beiden Seiten könnt ihr eure USB-Sticks anschließen, was ihr wollt und auf jeden Fall hier vollwertig arbeiten. Gut, Connecting. Und dann kann ich weiterspielen. Seit einer Stunde lang hat mein Bruder scheinbar schon gespielt. Er hätte noch ein bisschen mehr Bock gehabt. Er hat es nämlich gerne hier für mich installiert. Und dann machen wir einfach Continue. Was den Sound angeht, haben wir Dolby Audio drin. Ich habe es vorhin, glaube ich, gar nicht gezeigt. Da steht es ja an der Seite. Hintergrundbeleuchtete Tastatur, wie gesagt, sieht man ein bisschen so genau. Leider nicht ganz gleichmäßig, das ist eins der Mankos und auch hier diese schöne Metalloberfläche für mich ein bisschen Fingerabdruck lastig leider, obwohl diese schöne Metalloptik und natürlich auch echtes Metall hier mit drin ist. Und es lädt zwar noch, aber gefühlt dauert es eigentlich gar nicht so lange mit dem Laden, weil es gibt immer so zwischenkleine Ladungen und geil. Sieht aus wie in einem 80er-Jahre-Conan-Film, wenn ihr mich fragt. So, auf was kann ich schießen? Schmetterling, ich schieße mal auf das Ding hier oben. Erwischt. Es fühlt sich nicht so an, als ob ruckeln würde. Ich gehe mal hier kurz raus und zeige euch die Option an. Hier das Menü, wie ihr sehen könnt, natürlich geschmeidig. Und dann können wir auch kurz schauen. Hier schauen wir mal Video-Optionen an. Und dann seht ihr, wir haben eine HD-Auflösung. Refresh Rate 60 Bilder pro Sekunde wollen wir auf jeden Fall haben. Fullscreen, Resync natürlich keins. Graphics Quality ist normal. Und ansonsten alles doch super bisher. Bis auf natürlich, dass es nicht auf Full HD läuft. Aber mein Gott, es genügt ja, glaube ich, auch so. In Gameplay könnt ihr sehen, ja, der Rest ist ja eigentlich nicht wirklich PC-abhängig und interface-technisch auch nicht wirklich PC-abhängig. Gut. Resume. Dann laufen wir mal eine Runde. Schauen uns das Gebüsch hier an. Ja, Details sind auf jeden Fall da. Schauen wir mal in die Ferne. Über den Baum kann ich nicht einfach so rüberklettern. Es zieht ein bisschen nach, wenn ich mich nach links oder rechts bewege. Ich
Aber ich habe ein Tier gehört. Probier mal ein Tier zu erlegen. Ein Mammut. Gar nicht erst gespürt, vielleicht bin ich zu weit weg, vielleicht braucht es viele, viele Arrows. Naja, auf jeden Fall erwischt habe ich es, es hat reagiert. Oh, wobei da unten ist ein kleineres Tier. Ich fange mir was zu essen hier schnell, Jungs. Last Arrow. Jetzt läuft es auf mich zu und wird mir gleich wehtun. Au, 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 au. Bin ich tot? Kann ich es jetzt essen? Skin. Geil. Animal Fat. Pack is full of these items. Ich habe schon genug zu essen. Auf jeden Fall, Details, wir sehen können im Hintergrund auch sehr schön. Und ja, ich hätte nicht gedacht, dass ich auf so einem einfachen sozusagen Windows-PC mit Intel-Grafik einfach so zocken kann, Far Cry sogar zocken kann. Vor allem, weil, wenn ich hier kurz rausgehe, ich drücke mal hier Windows und D. Geht nicht, scheinbar, okay. Gehe ich hier ganz kurz raus. Dann, wenn ich hier zum Beispiel für euch im Windows Store, ein Spiel spielen will, und zwar habe ich runtergeladen 20 GB die kostenlose Demo von Forza, was ich auf dem anderen Acer Notebook hier auch getestet habe, läuft das hier nicht, weil ihm fehlt eine Grafikkarte sozusagen, da kommt eine Fehlermeldung, was natürlich ein bisschen schade ist, aber auf jeden Fall, ich bin vollkommen zufrieden ansonsten hier mit diesem wunderschönen Acer PC qualitätstechnisch. In der Verarbeitung merkt man so ein bisschen natürlich, dass er nur ab 800 € kostet. Aber es wird mich im Alltag nicht stören, weil bisher eigentlich alles gestimmt hat. Bis auf, ich hätte gerne vielleicht noch einen Touchscreen und dann hier kein Displayrahmen, damit der Staub nicht reingeht. Und das Ganze, wenn es matt wäre und nicht verspiegelt, wäre es natürlich auch super. Auch für euch, dann würdet ihr nicht die ganze Zeit sehen, wie ich selber auf dem Bildschirm glotze. Aber hier könnt ihr schon sehen, es ist keine Graphics Card drin für Forza 3. Also kann ich euch das hier nicht mehr zeigen und beende damit auch schon meinen Test, wo ich noch einmal ganz kurz hier vielleicht den Strom ausstecken kann. Da mache ich die Bildschirmhelligkeit noch mal ein bisschen hoch und lasst euch auch noch kurz abwarten, was der Akku sagt. Weil bei mir, ich habe so um die 7, 8 Stunden festgestellt mit 5 Tabs offen und Videos hochladen und so weiter, was natürlich für mich vollkommen ausreichend ist. Für euch braucht ihr vielleicht ein bisschen mehr. Acer spricht natürlich auch ein bisschen mehr als 5, 6 Stunden oder 7 Stunden, aber auf jeden Fall hält der sogar schon besser aus als mein Dell XPS 13, wo ich allerdings noch den älteren 6000er Prozessor von Intel drin habe, nicht den 7000er. Hier steht jetzt auch 9 Stunden, sagt er sogar gerade, mit eigentlich gar keiner Auslastung, also ist das völlig okay, aber maximaler Bildschirmhelligkeit. Mein Name ist Balaschka, wenn ihr es zugeschaut habt, das war hier der Acer Swift 5 mit einer wunderschönen Außenseite noch, wo ihr die Fingerabdrücke dann gar nicht mehr seht. Und die Unterseite habt ihr ja schon in meinem Unboxing gesehen. Da könnt ihr, wenn ihr unbedingt wollt, auch noch ein paar Sachen austauschen. Hier haben wir noch einen schönen Lüfter drin, der auch eigentlich relativ leise hier spinnt, außer natürlich, wir sind am Zocken von Far Cry. Bis zum nächsten Mal, wenn ihr es zugeschaut habt, nochmal. Mein Name ist Balasch und tschüss.